Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr mitgekriegt habt, haben wir auf dem Fire TV jetzt endlich Alexa drauf. Ich habe hier auch schon meine Fire TV Fernbedienung, und zwar möchte ich euch diesmal, weil viele gefragt haben wegen Devolo, weil ich habe ja auch ein paar Devolo-Geräte, hier Heizung und hast nicht gesehen. Und ich habe mich damit ein bisschen zurechtgefummelt und ich möchte euch da mal Devolo Home Control zeigen, wie das funktioniert mit Fire TV bzw. Alexa. Ihr braucht dafür den Skill von Amazon. Da geht ihr dann auf, wartet, ihr müsst euch diese Alexa-App runterladen. Die habe ich euch ja schon gezeigt. In dem Video zu Alexa. Und wenn ihr in Alexa drauf seid, also wenn ihr diese Alexa-App habt, die ladet gerade bei mir. Mein Fräuchchen schreibt gerade. So, da startet gerade Alexa. Und da könnt ihr euch Skills runterladen. Und so, da, Skills. Und da geht ihr rauf und. Aber das geht nicht über Fire TV, das müsst ihr direkt am Handy machen. Und dann sucht ihr Devolo und dann kommt dort Devolo. Seht ihr das? Ja. Das kommt dort. Da müsst ihr dann draufklicken und dann, bei mir ist es jetzt schon bestätigt. Ich habe den Skill schon aktiviert. Ich könnte den jetzt praktisch Skill deaktivieren. Will ich aber nicht. Mensch, Kamera pegel ich ein. Ja. Und den müsst ihr denn, bei euch ist er natürlich nicht aktiviert, den müsst ihr dann erstmal aktivieren, um den überhaupt nutzen zu können. So, dann geht ihr bei euch direkt auf mydevolo.com, wo ihr eure ganzen Geräte einschaltet und einstellt. Das sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier unten meine Anordnung. Und dann geht ihr hier oben auf Szenen. Und ich habe jetzt hier schon Heizung an, Heizung aus, Heizung Schatzi. Ja, kann ich euch auch gerne mal zeigen. Also, das sind meine Heizung. Also an, 20 Grad, mehr brauche ich nicht. Und dann mit 20 Grad die Heizung, was habe ich gesagt bei meiner. Ich habe hier auch noch Regeln und in der Regel, glaube ich, war es 20 Grad, sollen die halten werden. So, und wenn sie aus ist, soll 4 Grad sein. Schatzi wird es natürlich sehr warm haben. Und wenn es hier mal kalt ist, brauche ich nur Heizung Schatzi sagen und dann geht die Heizung auf 28 hoch. So, dann machen wir das mal zu. So, dann haben wir hier noch Nachricht an Daniel, das bin ich. Da habe ich das erste Mal damit auch ein bisschen rumgespielt zum Testen. Das funktioniert gut. Und jetzt fürs Video machen wir jetzt einfach mal ganz, ganz schnell zwei neue Regeln, um euch das zu zeigen, dass das auch funktioniert. So. Ja, nennen wir die erste Regel, nennen wir einfach mal, wie nennen wir sie denn? Die könnt ihr benennen, wie ihr wollt. So, wir nennen sie jetzt einfach mal Test Video 1. Ach so, Quatsch. Und dann müssen wir hier die Heizung ziehen, wir hier mal rein und die machen wir dann auf. Machen wir mal, ihr habt ja gesehen, 4, 20 und 28 habe ich schon. Nicht, dass ihr denkt, dass ich mache was anderes. So, machen wir mal einfach 10 Grad und speichern das. Und dann machen wir eine neue Szene und die nennen wir Test Video 2. Und da ziehen wir auch wieder den Heizkörper rein. Und dann machen wir einfach mal nur 15 Grad. So, und dann speichern wir das mal ab. Und ihr seht jetzt praktisch hier Heizung an, Heizung aus, Heizung Schatzi, Testvideo 1, Testvideo 2, Nachricht an Daniel. So, dann gehen wir natürlich vorne wieder zur Übersicht rüber. Und hier habt ihr jetzt praktisch die Heizung, die ist gerade auf 20 Grad. Hier ist mein Fenstersensor, das ihr auch seht, geschlossen, nicht dass einer sagt, ja, das macht er mit einer Regel, wenn Fenster auf und Fenster zu, dass hier irgendjemand die Fenster auf, das Fenster auf oder zu macht. So. Und das geht jetzt ganz einfach. Ich gehe jetzt erstmal auf mein Fire TV, das zeige ich schon an.
So, ich brauche hier nicht Alexa sagen. Ich mache mal so, dann könnt ihr das auch sehen, dass im Fire TV wirklich was passiert. Ich mache auch mal die Lautsprecher was lauter, dann hört ihr auch Alexa gut. So, mach auf 55. Startet die Volo. Hallo Daniel, wie kann ich dir helfen? Test Video 1. Um eine Szene auszuführen, sage. Test Video 1 starten. Daniel, ich habe die folgenden Szenen gefunden. Heizung aus. Heizung Schatzi. Jetzt sagt er mir die Heizung 10 an. Nachricht an Daniel. Test Video 1. Test Video 2. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene aus. Führe Szene aus. Test Video 1. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene. Szenennamen. Aus. Führe Test Video 1 aus. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene. Szenennamen. Aus. Führe Test Video 1 aus. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene. Leck mich doch am Arsch. Szenennamen. Aus. Zeig die Schnauze voll. Jetzt machen wir einfach mal. Wartet mal, ich muss euch ja noch zurückschalten. Zack. Ja, seht ihr, das ist halt immer. Ich lasse das jetzt einfach drin. Scheiße, ja. So. Und das nennen wir jetzt einfach. Aber nur Test 1. Speichern. Vielleicht kriegt sie das dann gebacken. Test 2. Weil Heizung an, Heizung aus sind auch, Heizung Schatzi, das sind auch, Nachricht an Daniel sind so ja drei verschiedene Wörter und das hat sie hingekriegt und jetzt regt sie sich hier auf wegen, keine Ahnung. So, jetzt machen wir darauf, jetzt gehe ich hier wieder auf, so, jetzt testen wir das nochmal einfach. Wie haben wir das jetzt genannt? Test 1 und Test 2. Führe Test 1 aus. Sorry, ich konnte kein Gerät bzw. keine Gruppe mit dem Namen Test 1 in Daniels Konto finden. Öffne die Volo. Hallo Daniel, wie kann ich dir helfen? Test 1 ausführen. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene. Szene nach. Führe Test 1 aus. Um eine Szene auf. Führe Test 1 aus. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene. Szenennamen. Führe Szene Test 1 aus. Um eine Szene auszuführen, sage, führe Szene. Szenennamen. Aus. Führe Szene Test 1 aus. Um eine Szene aus. Führe Szene Heizung aus. Aus. Erledigt. Ja. Jetzt haben wir da. Echt ohne Scheiß. Der hat die ganze Zeit funktioniert. Jetzt wollte ich mal mit Test machen. Hier die nicht. So. Die Volo starten. Hallo Daniel. Wie kann ich dir helfen? Führe Heizung Schatzi aus. Erledigt. Da brauche ich nicht mal die Szene sagen. Ich brauche einfach nur sagen. Oder. Starte die Volo. Hallo Daniel, wie kann... Heizung aus. Erledigt. Ich brauche nicht mal ausführen sagen. Starte die Volo. Hallo Daniel, wie kann ich dir helfen? Test 1. Um eine Szene auszuführen, sage, für... Heizung an. Erledigt. Seht ihr? Ach, jetzt wollte ich schön mit Test machen und so. Haut nicht hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht erklären. Ich habe jetzt einfach nur gedacht, für das Video mache ich hier mal so ein bisschen mit Test und so, dass man auch die Unterschiede sieht. Aber jetzt habe ich es halt mit Heizung an, Heizung aus. Und Schatzi, ich kann nur sagen, wartet. So, was haben wir denn hier? Broilers habe ich zuletzt gehört. So. Achso, jetzt muss ich hier. Achso, scheiße.
Wartet. Nee, geht ja gar nicht. So, doch hier. So. Ich habe da jetzt keine. Die letzte Nachricht von Divolo ist, dass meine Heizung offline gegangen ist. Wohnzimmerheizung offline. So, passt auf. Starte Divolo. Hallo, Daniel. Heizung an Daniel. Entschuldigung, Dan. Nachricht an Daniel. Daniel, ich habe die folgenden Szenen gefunden. Nachricht an Daniel ausführen. Erledigt. So, wartet. So. Und da ist schon praktisch meine Nachricht von Divolo. Und da kann ich dann gucken. Und da steht dann drinnen natürlich, sehr geehrter Herr, die Szenen-Nachricht an Daniel wurde abgespielt und folgende Aktionen wurden ausgeführt. So, ich zeige euch das mal so. Ich muss da kurz warten. So, so da seht ihr das. Also die Szene wurde akkurat abgerufen, da steht die Uhrzeit und alles drum und dran. Und so würde es denn auch bei euch laufen, wenn ihr zum Beispiel einen Bewegungssensor hier drin habt, oder so wie ich jetzt, kann man auch sagen, jetzt nicht gerade der am Balkon, weil da kommt keiner rüber, aber eine Tür, wenn ich da einen Bewegungssensor habe, den ich auch habe, kann ich sagen, oder habe ich ja auch, habe ich die Regel festgelegt, geht die Türe auf. Ich habe meine Fernbedienung da oben. Damit kann ich die Regel außer Kraft setzen. Aber wenn ich das Haus verlasse, schalte ich diese Regel sozusagen an, also diesen Türsensor an. Und wenn ich dann das Haus verlasse und irgendjemand kommt nochmal rein oder ich vergesse halt, bevor ich, wenn ich aufschließe, noch den Schlüssel zu machen, also zu drücken, dann bekomme ich auf mein Handy eine E-Mail, dass die Tür, dass die Haustür geöffnet wurde. Und dann weiß ich, oh, ich bin's nicht. Und dann kann ich gleich die Bullen rufen und dann kommen die gleich her. Hier tippt auch, glaube ich, kann man auch, glaube ich, so machen, dass auch gleich die Polizei benachrichtigt wird, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur mit dem Divolo für zu Hause beschäftigt und habe das alle hier aufeinander eingestimmt und dass das alles so läuft. Und ihr seht, also mit Alexa läuft es richtig geil. Also können wir ja nochmal. So, machen wir mal hier. Starte Divolo, Heizung aus. Erledigt. Kann man auch am Stück sagen. Also ich muss jetzt nicht sagen, die startet die Wohle und warten, bis Alexa sagt, Alter, was willst du? Ich kann auch gleich sagen, was will. Außer mit dem Test hat es jetzt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wo Alexa da Probleme hat, aber ihr seht, es funktioniert. Jo, dann würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Ihr seht, man kann das Home Control Center extra, und ihr seht da, geschlossen ist mein Fenster. Ich kann euch das mal zeigen, wenn es off ist, weil das ist wirklich der Button, der hier oben dran ist. So. Offen und geschlossen und die Heizung geht wieder hoch. Weil hier natürlich noch keine 21 Grad sind, weil ich habe das so eingestellt, dass die Heizung permanent die 21 Grad anpeilt und sobald hier 21 Grad sind, geht die Heizung aus. So lange bis die Heizung etwa, was hatte ich gesagt, über 18, nee, 19 Grad ist. Also zwischen 19 und 21. Wenn die 19 Grad ist, dann geht die Heizung wieder an, bis ich 20 Grad wieder habe. Und dann geht sie, 21 Grad habe und dann geht sie wieder aus, bis ja, wieder zu 19 Grad runter. Das funktioniert echt geil. Ich bin megamäßig zufrieden damit. Hoppala. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach unten in die Kommentare posten, wenn ihr Fragen zu Divolo habt, zu Alexa oder zum Fire TV. Einfach unten in die Kommentare posten. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.